Weiter fragt. Der Polit-Talk im Norden. Metropolregion oder Einzelkampf. Wie wächst die Wirtschaft im Norden wieder? Auf den kurzen Nenner gebracht, wenn es die Metropolregion Hamburg noch nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Ich bin ein großer Fan, ein großer Befürworter der Zusammenarbeit der beiden Regionen und deshalb stehe ich für die Metropolregion Hamburg. Innovationen finden heute global statt. Es ist wichtig, nicht nur den räumlichen Zusammenhalt herzustellen, sondern auch als offene Struktur gegenüber dem zu sein, was global stattfindet. Die Antwort auf die Globalisierung kann nicht der Kirchturm sein, sondern die Antwort auf die Globalisierung heißt, dass wir genau, wie das eben beschrieben wurde, das in größeren Einheiten denken und die Kirchturmpolitik ein bisschen über Bord schmeißen. Der Einzelkampf geht gar nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Henning Vöbel hat völlig recht, wenn er sagt, es reicht dann aber nicht nur, sich regional zu vernetzen, sondern man muss auch die Branchen, die unterschiedlichen Bereiche, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, alle anders neu vernetzen, als wir das jetzt haben. Ist das eine Altersfrage, ganz kurz? Du, willst du mich angucken? Nee. Das haben wir gerade wieder gelernt. Hier in Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen Deutschlands. Laufen wir Berlin den Rang ab? Sind arm, aber glücklich? Oder woran liegt das? Oder ist das eine falsche Bewertung? Ja, erstmal sind offensichtlich die Menschen hier glücklich. Das ist schon mal gut. Und zweitens haben wir es offensichtlich mit Beschäftigungssituationen in diesem Lande zu tun, mit Wertschöpfung in diesem Lande zu tun, die nicht zu der hochwertigsten gehört, wie wir sie im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland sonst wo haben. Mag sein, dass die Schleswig-Holsteiner besonders glücklich sind. Vielleicht ist es auch eine Begabung zum Glück, braucht man ja auch. Und vielleicht ist auch die schlechte Internetanbindung ein Grund, glücklich sein zu können, will ich nicht sagen. Aber heutzutage können sie global den Standortwettbewerb nicht bestehen, wenn sie nicht solche Voraussetzungen schaffen. Wir sind bei digitalen Indizes, ich hasse die Dinger, aber wir sind irgendwo zwischen 20 und Platz 43 auf der Welt. Das kann nicht der Anspruch eines Landes sein, das jahrzehntelang alle Statistiken angeführt hat. Dieses Land hier oben im Norden will für die Bundesrepublik das werden, was Estland für Europa ist. Und die Unterelbe-Hafen-Kooperation lebt deshalb so erfolgreich seit 2009, weil sie, Entschuldigung, nicht von der Politik gemanagt wird, sondern von den Praktikern. Wenn die Politik, Entschuldigung, aber das ist so, die wechselt ja ab und zu mal auch. Wenn der Politik sich jedes Mal neu einmischen würde und sagt, will ich oder will ich nicht, dann würde es nicht funktionieren. Hier arbeiten Praktiker zusammen. Politik muss was anderes machen. Wenn wir uns Brunsbüttel angucken und die Chance mit LNG jetzt sehen, dann würde ich als erstes mal eine Straßenanbindung nach Hamburg machen und ich würde eine Straßenanbindung nach Kiel machen, damit die Arbeitnehmer und Bevölkerung was davon haben. Die technologische Veränderungsgeschwindigkeit ist so enorm hoch, dass die Unternehmen zwingenderweise die Nähe zu wissenschaftlichen Einrichtungen suchen und finden müssen. Auch wir können mehr auf die Universitäten zugehen und uns mehr mit denen austauschen. Aber ganz sicher wird das einer der Schlüssel sein für Erfolg in der Zukunft. Wir müssen die Durchlässigkeit der Gesellschaft auch wieder erhöhen. Absolut richtig. Warum das jetzt gerade in meine Richtung geht, weiß ich nicht. Also aber neben ihm sitzen, rechts niemanden. Aber die, ja, das stimmt natürlich. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich kannte das Format vorher so in der Form nicht. Und habe gemerkt, dass es sehr kurzweilig, spannend, thematisch sehr vielfältig war. Und es hat mir Spaß gemacht. Pfeiffer ist immer super vorbereitet. Also der vertieft sich wirklich da rein in das, was er fragt. Und der weiß auch ungefähr, wo er hin will. Und die zweite Art und Weise ist, und das können dann viele andere auch, sie können dabei locker sein und locker Fragen stellen. Pfeiffer ist sehr am Thema orientiert. Und das macht eben dann auch was aus. Es geht nicht nur um eine Talkrunde und nette Antworten, sondern es geht wirklich um die Sache. Dieses Format ist sehr kurzweilig, weil es eben in die vier Blöcke mit jeweils nur 10, 11 Minuten eingeteilt ist. Dadurch sind alle gezwungen, sich möglichst kurz zu fassen und man kann vier unterschiedliche Themenblöcke gut abhandeln. Der Talk hat mir gefallen, weil spannende Gäste über spannende Zukunftsthemen im Land gesprochen haben, die uns alle betreffen hier. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Schönes Format und gutes Thema, guter Besuch und hat Spaß gemacht zuzuhören. War sehr kurzweilig. Der Talk hat mir gefallen, weil er sehr viele Aspekte angesprochen hat, die sowohl Hamburg als auch Schleswig-Holstein betreffen und weil viele Gemeinsamkeiten herausgearbeitet worden sind und weil er lebhaft und vielfältig war. Mehr verstehen, eine Meinung bilden ist ein gutes Motto für diese Veranstaltungsreihe, indem man in der Fläche hochkarätige Gäste zu interessanten Themen
einlädt, interviewt und den Menschen in der Fläche die Möglichkeit gibt, sich tatsächlich eine Meinung zu bilden. Ich hoffe, dass auch alle Gäste mehr verstanden haben. Ich habe mehr verstanden. Ja, es war schon ein spannender Abend. Ja, ich fand, die Podiumsgäste waren sehr gut drauf. Es war eine lebhafte Diskussion. Das ist ja das, was man sich immer wünscht. Nicht nur so dieses Austausch von Floskeln. Insofern, der Moderator war sehr gut. War ein rundum gelungener Abend. Pfeiffer fragt. Der Politalk im Norden. Mehr verstehen, Meinung bilden.